Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bloons Monkey City Defend. Okay, wir können unsere Stadt defenden. Machen wir doch mal. Ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Aber wir defenden. Medium, okay. Okay, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen reinhauen. Wir dürfen uns nicht so einfach abspeisen lassen. Auf jeden Fall Backup-Sniper ist safe. So. Mage ist die Frage, ist der Worth so weit am Anfang? Ich glaube schon, oder? Wenn wir den hier so hinpacken. Zack, zack. Jetzt kann er auf jeden Fall schon mal Camus und alles. Ist die Frage, reicht er aus? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Packen wir auch einen Glue hier hin. Okay. Wir brauchen irgendein neues Upgrade. So geht das nicht. So kriegen wir die nicht kaputt. Oder einen neuen Affen. Oh damn, das war dämlich. Das vercheck ich jedes Mal, dass ich diese Dinger habe, ne? Du gehst mal eben kurz auf Strong. Und hier würde ich das gerne upgraden. Ja, sehr schön. Okay. Huiuiui. Müssen wir uns natürlich versuchen, ein bisschen ins Zeug zu legen. First. Oh Mann, das sieht gar nicht so gut aus. Faster Shoot, definitiv. Mage war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ich glaube, ein Engineer wäre besser gewesen. Können wir das retryen? Versuchen wir es nochmal mit einem Engineer. Und wenn das nichts ist, dann ist es halt nichts. So, den packen wir aber auch so hin, dass der straight schießen kann. So, Backup Sniper. Mit faster Shoot auf jeden Fall. Ist halt die Frage, brauchen wir jetzt schon was gegen Camus oder nicht? Muss ich ihn upgraden? Wobei Camus haben wir ja die Turrets zur Not. Jetzt kriegt die Dinger nicht kaputt, ne? Die pinken Herzballons. Full Metal, dass er die kaputt kriegt. Und hier würde ich das gerne auch upgraden, dass er schneller schießen kann. Ich hätte halt auch gerne einen Glue Gunner, ne? Okay, okay. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung hier mit dem Full Metal. Der sollte auch ein nächstes Upgrade, glaube ich, noch kriegen, dass er ein bisschen schneller schießt. Okay, den Radius, glaube ich, auch noch erhöhen, dass der hier auch noch mal ein bisschen mit wegdonnert. Wobei ich auch ihn gerne bauen würde. Ich glaube, dass er auch sehr stark sein kann. Ich glaube, erstmal sollten wir das gerade upgraden, dass wir hier die verteidigen.
Möchtest du doch mal probieren? Komm, wir gehen jetzt mal in die Vollen. Wir gehen in die Vollen, Leute. So, das war auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht, der hier. Dann hätte ich aber auch noch gerne einen Saugomat hier. Der Sniper ist halt auch super gut gewesen. Aber ich glaube, wir gehen dann hier hinten auch nochmal auf einen zusätzlichen Ninja. Okay. So, das sieht doch schon mal ganz okay bis jetzt aus. So, dann gehen wir hier da drauf und hier erstmal auf Faster Shoot. Das ist auch noch wichtig. Er ist halt auch so unfassbar wichtig, weil er relativ viel aufhält auch, ne? Dass die nicht durchkommen. Okay, jetzt habe ich einen full upgraded Sniper, das wollte ich eigentlich gar nicht. Auf einmal kam das Geld rein und ich konnte nicht mehr aufhören zu drücken, ich weiß nicht warum. Aber im Kopf hat gesagt, drück, drück, drück. Okay, würde ich sagen, wir graden erstmal sogar weitestgehend alles ab, was wir haben, oder? Ich glaube, ich werde ihn jetzt als nächstes erstmal einmal upgraden. Erstmal schneller soll der. Das ist deutlich, glaube ich, wichtiger als die Range. So. Jetzt haben wir auch zur Not was gegen Blei. Oh, das sieht doch schon gut aus. Okay, jetzt noch hier das Upgrade. Das ist ein recht teures, aber es lohnt sich, hoffe ich. Okay, jetzt haben wir natürlich hier ein Problem, ne? Dass da super viel ist und wir da nicht so viel gegen machen können. Okay, das ist an sich nicht schlecht. Aber ich habe ein bisschen reingekackt, indem ich da so viel Geld für nichts quasi ausgegeben habe. Okay, er war schon mal gut hier. Ich glaube, ich würde auch einmal einen hier hinsetzen. Dann definitiv einen Sniper. Dann hätte ich gerne eigentlich jetzt noch mal einen Engineer, aber da habe ich kein Geld. Gucken, ob ich das irgendwie noch hinkriege. Engineer ist halt auch recht teuer wegen den Turrets, aber ich möchte die gerne haben. So. Okay, da kam jetzt schon relativ viel durch. Aber ich glaube, ich okay. Hoffe ich. Komm, gib mir das Geld zusammen für die Türme. Ich brauche die jetzt. Danke. Das ist die Frage, gehen wir auf noch ein Turm-Upgrade? Ja. So. Dann hätte ich gerne hier unten auch nochmal einen Engineer. Auch nochmal mit Türmen. Ein Glue wäre halt auch noch schlecht. Das Ding wäre halt auch super nice, ne? Vielleicht als nächstes Spike Factory. Okay. I give up. Das ist zu heftig. Revenge oder? Nee. Nee. Da will ich nichts revengen. Haben wir hart auf die Nase bekommen, aber ist fein. Okay, es wird gelöscht, unser Sniper. Aber es ist nur einer, das ist fein. Und was ist mit dir? Ah, du bist noch am Researchen. Gut, dann machen wir erstmal die Kisten auf. Das ist ja auch normal, unser Bonus hat gefehlt. Ne? Dadurch haben wir verloren. Weil unsere kleinen Bonuskarten gefehlt haben. Submarine. Der wäre nice gewesen, aber ja. Da freue ich mich, ich weiß immer noch nicht genau, was wir gegen Massen an Ballons machen. Also voll geil wäre da halt die Heli gewesen, aber... wir durften ja keinen platzieren, das war ja das große Problem. Na, dann wollen wir mal direkt auch mal einen Angriff hier nochmal starten. Zack. Halt besonders auf Camo Balloons, All Balloons, Non-Camo. Camo Regeneration. Machen wir doch damit, Alter. Ja, ist free, nehmen wir Attacke. Awesome.
Okay. Dann greifen wir jetzt schon mal an. Und dann würde ich sagen, machen wir da unten das Level. Und gehen in Richtung Moab, dass wir dagegen auch mal wieder kämpfen können. Ah, es war cool, die Verteidigung. Das hat Spaß gemacht. Wie viele Runden haben wir insgesamt? Ah, wissen wir noch nicht, ne? Backup-Sniper. 5 Runden insgesamt. Ja gut, dann brauchen wir eh wieder nicht mehr als das, was jetzt steht. Das ist immer ein bisschen schade, weil jetzt sind so diese Low-Runden, da denkt man sich auch, ist halt voll easy. Und fertig so. Ich mache ja legit nicht wirklich was. Außer die Dinger jetzt gerade platzieren und abwarten und Tee trinken. So einfach. Probieren jetzt mal trinken, ist das alle. Das ist mein Problem jetzt gerade. Ich würde einfach sagen, wir machen hier Faster Shoot. Ich gehe mir kurz was zu trinken holen. Und dann könnt ihr kurz hier nochmal zugucken. Wir sehen uns sofort, ne? Ich will nur kurz was trinken holen, gleich wieder da. Ja, da bin ich auch schon fast wieder. Komm, dann kann man auch nebenbei mal kurz ein bisschen skillen. Ja, wieder hinsetzen. Und easy. War, glaube ich, Final Round, habe ich richtig gehört. Kann man den auch. Das war unnötig, aber hey, wir konnten es machen. Und das war wichtig. Einfach nur, weil man es machen kann. Eine Kiste. Komm, wir wollen die Mob. Bossfight. Wir müssen mal wieder Kisten bekommen und gewinnen. So, Boat. Boat. So. Sniper. Nun geht's auf Strong. So. Zack. Zeitlich passt das wieder gar nicht so gut, ne? Du gehst auch auf Strong. Ja, ich glaube, die sollte man eher setzen. Aber egal. Egal. So, dann kommt als nächstes der nächste Sniper. So, du gehst auch auf Strong. So. Noch ein Sniper. Wunderbar, da geht er gut down, da geht er gut down. Was geht er da? Gut down. Jetzt, wenn da ein paar Ballons durchkommen, ist mir eigentlich völlig wumm. Schaffen wir das noch? Jawohl. Mit etwas Glück können wir das noch in Troy schaffen, oder? Wir holen uns eben die Dinger. Wie teuer ist das denn? 500. Ja, wir können es versuchen. Wir kriegen dann 1000 und Truhen. Das ist eigentlich ganz worth, wenn wir es schaffen. So. So. Machen wir die Kanone jetzt schon mal. Bam. Du gehst auf Strong. Du auch auf Strong. So. Wenn halt die Boote an sich können das jetzt nicht ganz handeln, ne? Und eigentlich wäre es wichtig, dass wir auch die kleinen Mini-Dinger da kaputt kriegen. Weil wir sonst erstens verlieren und zweitens nicht genug Geld reinbekommen, dass wir die Sachen upgraden können. So. Ah, sieht ganz, glaube ich, okay so aus.
Den lassen wir mal auf First, für den Fall der Fälle, dass davon irgendwas durchkommt. Sonst sind wir nämlich RIP und dann bringt uns das ja auch nichts. So. Oh, da habe ich ganz schön viel gerade in den... Nein! Ja, das meine ich, das bringt uns dann ja auch nichts. Ich meine, wir können es noch einmal machen, dann ist das quasi umsonst gewesen. Also vom Preis her, weil wir in dem... Oh, warte, das kostet dann 2000. Puh. Ja, komm, die Kiste ist, glaube ich, wert. Wir versuchen es. Vielleicht reicht das ja auch, wenn wir ein Boot full upgraden, die Kanone nehmen, den auf Strong setzen und noch einen Sniper reinpacken. So. Dann kann der auf jeden Fall da auch ein bisschen was reißen. So, dann würde ich gerne jetzt den Mob-Dings wieder haben. Man macht deutlich mehr Schaden an Mobs. Das wäre noch nice. Danke. So, schneller schießen. Und Full Metal. Und der nächste. So. Ah, sieht doch gut aus. Ich meine, es war jetzt doch relativ teuer. Aber egal, wir kriegen die Kisten. Und die sind ja quasi unbezahlbar. Ja. War okay, würde ich sagen. Das kriegen wir erst ab dem nächsten. Das war so gar nicht worth. Das war so gar nicht worth. Hat sich null gelohnt. Okay, das war echt ziemlich dämlich. Oh man. Aber egal. Dann versuchen wir das Level hier noch und dann, dann war es, glaube ich, für heute. Wir können gleich nochmal besuchen gehen. Das Level wahrscheinlich auch nochmal ziemlich viel Zeit fressen wird. Könnten den da, ich gerne einen Mage mittig. Und darüber noch einen Engineer gerne. Da müssen wir noch kurz ein bisschen warten, ne? Dauert ein bisschen. 27 Runden, okay. Da ist eine Hausnummer. Okay, den Spy Factory würde ich, glaube ich, hier hinpacken dann. Packen den mal sogar hier hin, weil ich eventuell da in der Mitte noch einen Boomerang oder so hinpacken will. Einfach nur, weil 27 Runden sind und wir werden wahrscheinlich alles, was wir haben können, platzieren können, tun. Und hier würde ich wahrscheinlich die Ninjas jeweils reinsetzen in die Dinger. Also zwei Stück jeweils. Einen können wir hier unten dann irgendwo hinpacken. Da, komm. Okay, warum auch immer wir schon wieder Blei kaputt gekriegt haben, aber ich beschwere mich da nicht. Ich frage mich nur warum, aber beschweren tue ich mich nicht. So, zack. Der da noch, komm. Sehr schön. Jetzt hätte ich halt auch gerne den Wizard abgegradet. Ich glaube, das ist noch keine gute Idee. Ich glaube, wir sollten uns noch einen zweiten Engineer holen. So, und dann hoffen wir, dass wir da auch noch was hinkriegen. Damit ich dann... Weil es schon sehr eng aussieht. Aber ihr habt schon gesehen, da kam wieder Kamus, ne? Und da sind die Türme super nice gegen. So, jetzt haben wir eine ganz schöne Ansammlung an Türmen. Das könnte schon ganz nice sein.
dann ist halt jetzt nur die Frage, gehen wir dann jetzt auf Mage oder nicht Mage? Das ist hier die Frage. Ich glaube, wir sollten jetzt sagen, auf den Mage gehen, danach die beiden Dinge upgraden und dann die Engineers full. Oder zwischendurch oben noch eine Factory. Okay. Brauchen wir auf jeden Fall irgendwas, was Camus sich auch drum kümmern kann. Also der Mage. Den sollten wir jetzt dahin gehen upgraden. Okay. Das sieht gar nicht so gut aus. Okay, puh, das war knapp. Oh komm, okay, Mage abgegradet, sehr schön. Wie die einfach nichts gemacht haben, die ganze Zeit. Blöd. Okay, da können wir glaube ich durchlaufen lassen. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass die beiden abgegradet werden. Am besten halt immer beide relativ gleich. Jetzt kommen diese kleinen Camo-Wellen, ne? Sind zwar gemein und fies, aber sind halt auch super nervig, weil das einfach so lange dauert. Oh Junge, okay, da kommen welche durch, aber das ist okay für mich. Das ist völlig okay für mich. Zack. Kommen wir erst darum upgraden, dann holen wir uns die Factory da oben und dann holen wir uns noch ganz viel anderen Schladdeladatsch. Ganz viel anderen Schladdeladatsch. So. Die Factory einmal. Du. Ah, da ist schon gut, dass wir die gebaut haben. Die hat gerade schon ordentlich was draufgehalten. Und dann glaube ich die Ninjas, oder? Weil das ist Max, das ist Max, das Max, das Max, das Max. Wo ist das noch? Dann würde ich die Ninjas gerne links und rechts hier was reinpacken. Und dann mal gucken. Das Ding wäre halt auch lustig, aber es ist halt viel zu teuer dafür, dass es einfach nur lustig ist. Das ist leider das Problem. So. Machen wir erstmal den einen Ninja fertig und dann den anderen. Und jetzt kommen ja meist schon relativ große Wellen da. Dann kriegen wir das Geld relativ schnell wieder zusammen dafür. Und so teuer sind die ja nicht. Naja, ich glaube, ich gehe bloß auf den Boomerang. Oder ich mache da den Bomben-Tower in der Mitte. Weil dann haben wir auch zwei, das wäre nicht so schlimm. Warum habe ich eigentlich nur einen Boomerang? Wollte ich davon gar nicht zwei machen? Ich weiß es gar nicht. Aber der passt genau dahin, wo ich ihn haben wollte. Sehr schön. Jo. Da kam ganz schön viel, du. Da kam ganz schön viel. So, dann machen wir da einen Glui. Und dann gleich hier auch einen Glui. Danke. Danke, dass du da an der Seite gegangen bist, Turm. Sehr nett von dich. Ich würde auch gerne full upgraden, die Louis. Naja, genug Wellen dafür haben wir ja noch. Ah, das ist schon teuer. Das ist schon ein bisschen teuer. Ja, ich hätte doch gerne
voll gerne hier so, aber dass er halt nicht auf andere Lanes macht, sondern nur hier den Mittelstreifen, das geht nicht. Egal wo ich ihn hinsetze, entweder macht er hier oben halt mit oder unten mit. Das ist halt ein bisschen doof. Oh Junge. Oh, ich dachte, das wäre RIP. Ich dachte wirklich, das wäre RIP. Okay. Das ist RIP. So. Warum habe ich hier noch gar kein Heli? Das ist doof. So, schön da hinterher. So. Sehr schön. Nee, das habe ich gar nicht gedacht, weil die vorhin deaktiviert waren. Deswegen habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. So. Machen wir dringend das langsam die Kanone hier. So. Und auf der anderen Seite auch noch. Da kam schon ordentlich was an Morphs zusammen. Das ist nicht so nett. So. Ist dieser blöde Turm da wieder im Weg, ne? Mann ey. So. Da kommt eine große, das ist aber auch okay. Sniper. Und nochmal Sniper. Diese. Die lasse ich einfach first. Einfach das, was als erstes vor der Nase kommt, soll ich aber wegmachen. Lass da auch weg, komm. Upgraden meine ich. Genug Geld, dass ich upgraden kann, dass sie wegmachen können. Oh Junge. Das ist meine Schlacht hier. Krieg ich eigentlich so ein Affendorf hin? Oh Junge. So. Wäre natürlich auch nice, dass alle, die hier rumlungern, auch Camus treffen könnten, ne? Ich glaube, ich sollte mich aber erst um das Affendorf von der anderen Seite dann kümmern. Okay. Dadadadam. Mach die kaputt, ich brauche noch ein bisschen Gold. Können wir gleich wieder schneller machen. Danke. So. Die sind, glaube ich, manchmal ein bisschen verwirrt, ey. Zack. Final Round hier. Da ist die große Mob. Bam, 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 bam. Mach die kaputt. Komm schon. Oh Junge, Alter. Das wird heftig. Und heftig meine ich, wir sind RIP. Okay. Ich weiß nicht, ob der eine Monkey jetzt so viel hier ausmacht, aber mit Twines. Komm, mach die da weg. Die ist auf jeden Fall schon deutlich eher geplatzt. Das könnte schon ganz gut sein. Versuchen noch einmal und dann, keine Ahnung. Dann backen wir uns ein Eis oder sowas. Weiß nicht, was sollen wir denn noch groß machen? Wir haben halt auch gar nicht mehr so viel, was wir bauen können, ne? Das ist halt das große Problem. Wir haben nicht mehr, dass wir so krass viel DPS raushauen können.
kleine Affe da noch. Ice Monkey wird auch nicht viel bringen, weil wir den noch nicht so hoch haben, dass er wirklich irgendwie groß was einfrieren kann da. Das war echt hard wasted von den Bloomstones, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Dafür sind wir einfach zu schwach. Ich weiß es nicht. Haben wir bei den Snipern was, wo die mit gegen Mobs gut sind? Hier erst, ne? Semi-Automatik. Und das ist halt alles viel zu teuer, ne? Wir müssen halt erstmal wieder Geld sammeln. Ja, dann sammeln wir einfach Geld, würde ich sagen. Können nochmal angreifen. RBB for a few rounds. Watch. Extra Lead und Camos. Nehmen wir die hier. Attack. Okay. Okay. Ja, so viel können wir leider nicht machen. Aber so ist es halt, ne? Was haben wir eigentlich hier als Upgrade? Oh nein, ich habe das Aussehen ausgegeben. Ja gut, jetzt haben wir da Razer-Motoren, Rotoren gedöhnt. Oh Mann, das war so dämlich. Ich glaube, ich sollte echt aufhören. Heute ist kein guter Tag. Wir machen morgen noch die Packs auf. Und das war's dann für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Was euch gefallen hat, würde ich mich über den Wert der Kommentar freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Kanal. Ciao, ciao und bye, bye.